Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute geht es darum, wie es dir egal wird, was andere über dich denken. Oder auch andersrum gesehen, das erleben wir ganz oft als Mütter, dass uns unglaublich viele tolle Ratschläge gegeben werden, um die wir A nicht gebeten haben und die wir B eigentlich gar nicht hören wollen. Also ihr kennt das vielleicht von Verwandten oder so, die dann sagen, du darfst aber nicht so viel tragen und die muss aber jetzt schon reden oder weiß der Kuckuck, was es ist. Und wir ärgern uns darüber. Auch mir passiert das, auch ich erwische mich dabei, wie ich mich über solche Sachen ärgere. Ist mir erst heute zum Beispiel wieder passiert im Kindergarten. Und es gibt Methoden, in denen es euch leichter fällt. Also ich ärgere mich dann 5 Minuten darüber und vergieß vielleicht auch mal ein paar Tränen und dann ist auch wieder gut. Und da kann ich nur etwas wiederholen, was Kim gesagt hat, von Kim Spiriert, die ja leider verstorben ist. Und zwar hat sie gesagt, wenn es dich in 5 Jahren nicht mehr interessiert, dann lohnt es sich auch nicht länger als 5 Minuten im Heute darüber nachzudenken. Und das ist so die erste Grundregel, wenn ihr sowas erlebt, wenn ihr euch darüber ärgert, wenn jemand irgendwas zu euch gesagt hat oder wenn ihr euch Gedanken darüber macht, was andere über euch denken, dann überlegt als allerersten Punkt, interessiert mich das in 5 Jahren auch noch? Meistens lautet die Antwort nein. Meistens tangiert uns das in 5 Jahren nicht mehr. Meistens tangiert uns das schon nächste Woche nicht mehr. Und dann lohnt es sich wirklich nicht mehr als 5 Minuten darüber nachzudenken. Die Frage ist nur, wie komme ich da wieder rauf? Wie schaffe ich es, nicht länger als 5 Minuten darüber nachzudenken? Es ist zum einen die bewusste Entscheidung, nicht länger als 5 Minuten darüber nachzudenken. Stellt euch da gerne einen Wecker und wenn der klingelt, dann sagt euch, und jetzt ist gut. Jetzt habe ich das durchgekaut, jetzt habe ich vielleicht auch geweint und jetzt ist wieder gut. Und wenn ihr euch dabei erwischt, wie ihr wieder darüber nachdenkt, ermahnt euch selbst, es einfach nicht zu tun. Es gibt auch eine schöne Meditation, die verlinke ich euch mal. Die mache ich auch sehr gerne, ist eine geführte Meditation, dass man dann einfach die Person, die Situation sich herbeiruft, die Gefühle fühlt, die man da gefühlt hat und das Ganze dann aber gehen lässt. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut, um aus diesem Gedankenkarussell herauszukommen. Auf lange Sicht ist Folgendes wichtig. Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstbewusstsein. Wenn ich mich selbst genug liebe, ist es mir völlig egal, was andere über mich denken. Selbstakzeptanz und Selbstbewusstsein, um dafür einzustehen, für meine Werte, für die Werte meiner Familie, was ich meine, was gut für meine Kinder ist, was ich meine, was mich zu einer guten Mutter macht. Wenn ich das Selbstbewusstsein habe, zu sagen, nö, ich mache das so, weil ich das für richtig halte, dann fällt euch vieles so, so, so viel einfacher. Ihr müsst für euch selbst, für eure Familie, für eure Werte einstehen. Ihr müsst dafür einstehen. Ihr macht das ja, weil ihr das so gut findet. Und dann ist das auch völlig okay. Dann hat niemand anderes da reinzureden. Solange ihr niemanden verletzt, ist das alles super. Und man muss einfach sich selbst genügen. Also wenn ihr wisst, ich bin 100% davon überzeugt, was ich mache, dann ist es euch egal, was andere darüber denken oder was sie euch sagen werden. Und dann könnt ihr das hier rein und da raus. Ihr könnt euch das anhören, ihr könnt das annehmen, ihr könnt überlegen, okay, ist das was für mich, ist das nichts für mich, ist mir das wichtig oder nicht. Erkennt auch gerne das Gute an, also derjenige, der euch das sagt, der sagt euch das vorrangig nicht, um euch bloßzustellen, um euch zu ärgern. Sicherlich ist das erstmal das Erste, was wir darüber denken, nämlich der will mich ärgern, der will mich bloßstellen, was auch immer. Vordergründig im ersten Schritt macht er das aber, um Gutes zu tun. Um euch halt einen Tipp zu geben, um euch einen Rat zu geben, was auch immer. Und seht dann immer dieses klitzekleine Positive. Okay, der hat das nur getan, weil er mir helfen wollte zum Beispiel. Oder weil mir meinen Kindern was Gutes wollte, wie auch immer. Versucht da immer dieses Fitzelchen Positive drin zu sehen. Bedankt euch innerlich dafür und dann lasst es halt wieder gehen. Und denkt halt wirklich nicht mehr großartig darüber nach. Ärgert euch nicht länger als 5 Minuten darüber. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen helfen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wenn es immer wieder so wiederkehrende Situationen gibt oder Personen, über die ihr euch ständig ärgern könntet, weil sie euch immer ungebeten Ratschläge geben wollen. Oder wenn es Personen gibt, wo es euch wichtig ist, was die über euch denken und euch das stresst, da
dann schreibt mir sehr gerne darüber. Dann finden wir bestimmt auch noch so ein paar klitzekleine Stellschrauben, wo euch das dann nicht mehr allzu stark belastet. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss.